Ja, schön, dass du da bist. Ich wollte einfach mal ein kleines Update geben, was gerade bei mir so passiert. Ich habe ja in letzter Zeit recht wenig E-Mails geschrieben. Es sind auch schon länger keine Videos mehr erschienen hier auf dem Kanal, außer für den Workshop, der jetzt nächste Woche ist. Und ich wollte mich einfach mal melden, auch so um den Kontakt quasi zu halten. Genau. Wie du es vielleicht auch hörst, ich bin gerade nicht 100% fit. Ich bin gerade gut am Integrieren von ganz viel gelernten Sachen und Erfahrungen. Andere würden es vielleicht als Krankheit bezeichnen. Und ja, für mich ist es aber zumindest auffällig, dass immer, wenn irgendwie emotional Sachen passiert sind, dass ich dann eben integriere. Deswegen bezeichne ich es so. Ja, ich war viel unterwegs, es ist echt viel passiert. Ich war in der Schweiz. War da im Fernsehen, demnächst kommen die Fernsehbeiträge, also 5 Sendungen sind es, glaube ich, die wir da aufgenommen haben. Mein Impuls war ja einfach ganz stark, auch schon in Indien, geh in die Schweiz, geh in die Schweiz, geh in die Schweiz. Und dann bin ich da hingegangen und das ist halt bei rausgekommen. Also ich wusste erst gar nicht warum, was ich da soll, wie das immer so ist, wenn man den Herzen folgt. Da spielen, glaube ich, irgendwelche Fußball. Wow, ganz schön laut, wie der Schall trägt, wenn es windstill ist. Ja, und so bin ich dann letztendlich beim Fernsehen gelandet. Und so wie es aussieht, findet dann auch nächste Woche, nee, nächstes Jahr ein oder mehrere Workshops in der Schweiz statt, wo ich mich sehr, sehr freue. Also, hallo, liebe Schweizer, bald komme ich auch wieder zu euch. Ja, als nächstes war ich dann in Südspanien beim Meditationsretreat, wo ich ein sehr, sehr großes Jahr zu hatte und dann, da soll ich irgendwie hin. Und auch da habe ich wieder ganz tiefe, intensive Erfahrungen gemacht. Also gerade wirklich einfach noch mehr das Leben zuzulassen und in tiefer Demut und Dankbarkeit, ja, das einfach, ja, damit umzugehen oder das zuzulassen, was da ist, statt mir selbst so viele Pläne und Gedanken und Konzepte zu machen. Und auch gerade in Bezug auf meinen Körper wirklich anzunehmen, also es als ein riesiges Geschenk anzunehmen und auch zu sehen, zu verstehen, dass dieser Körper nur geliehen ist oder ein Geschenk, also dass das, ja, es ist viel mehr geliehen, also es ist nicht mein Körper, mit dem ich machen kann, was ich will, sondern ich habe das Bewusstsein entwickelt, dass es viel mehr ein lebendiges Wesen ist, was eben einfach leben will, was fühlt, was lebt, was. Ja, anders kann ich es gar nicht sagen. Und habe auch ganz viel von dem Schmerz und dem Leid gespürt und einfach zugelassen, was ich meinem Körper angetan habe die letzten Jahre, eben durch mangelndes Bewusstsein oder nicht konsequentem Handeln danach. Ja, und mal gucken, ob ich mich bequem hinsetzen kann hier. Die Wiese ist nämlich so schräg. Ja, und was jetzt gerade stattfindet, ist wirklich so eine Integration dessen, was ich erfahren habe. Und echt, ja, eine ganz tiefe Demut und Dankbarkeit, die sich einstellt. Und auch, dass ich mitbekomme und immer mehr das auch wirklich wieder spüre, dass was auf diesem Planeten passiert oder was wir Menschen hier anrichten oder angerichtet haben. Erstens, das ist kollektiv. Also man kann irgendwie nicht sagen, ich bin nicht dafür verantwortlich, sondern das ist das, was wir gemeinsam geschaffen haben. Also all die Kriege, all die Hungersnöte, alles, ja, was zu Menschen gemacht ist. Und zweiter Punkt ist es auch nicht wichtig, ob das jetzt von unseren Ur-Ur-Großeltern kommt und karmisch ist oder sonst was, sondern wichtig ist, sich das anzuschauen und zu sehen, hey, entweder wir übernehmen die Verantwortung hier und schauen mal, wo es gerade hingeht in der Welt und ja, leben wieder mehr aus dem Herzen. Oder die Menschheit gibt es wahrscheinlich nicht mehr lange. Ich meine, ich weiß nicht, gibt auch diese Statistiken, dass allein die USA, ich meine, ich glaube, 17 Mal so viel Atomwaffen haben, wie reichen würde, um den Planeten komplett zu zerstören. Das ist einfach nur krank. Also, puh. Und ja, solche Dinge kommen gerade vermehrt in mein Bewusstsein, einfach wirklich zu sehen, wie es gerade ist. Und das auch nicht beschönigen wollen, nicht wegreden wollen, sondern dass ich das einfach, dass ich mir das einfach anschaue und ganz viel spüre, wie sich das anfühlt. Ja. Und
auch ein Punkt, der passiert ist, ist, dass ich meine ganzen Konzepte verloren habe oder also noch Ideen darüber hatte, wie ich in der Gesellschaft lebe und dergleichen. Und oh, das löst sich gerade in einer tiefen Entspannung auf, nicht aus dem Kopf zu leben. Und wie gesagt, Gesellschaft ist einfach nur eine Vorstellung, das ist eine Idee, das ist eine Geschichte. Sondern wirklich noch mehr aus dem Herzen zu leben und zu schauen, was ist hier, was ist echt, was ist wirklich wahr und was ist meins. Und ja, den Rest einfach sein zu lassen. Das heißt, ich bin auch gerade dabei, wesentlich weniger zu arbeiten und auch weniger Zeit zu investieren in die Webseite. Also bisher habe ich da wirklich, ja, 1,5 Jahre mehr oder weniger so 10 Stunden am Tag drin gearbeitet. Also es ist enorm, was da an Arbeit drin steckt. Das sieht man oft von vorne gar nicht. Oder wenn man so drauf kommt. Und da ist es gerade echt mein Bestreben, einfach das zu reduzieren, um viel mehr einfach im Sein zu können und mir einfach die Zeit zu geben, auch ja, das zu fühlen, was bei mir da ist und mich weiterzuentwickeln, kann man sagen, oder letztendlich mehr zu dem zu kommen, wer ich wirklich bin. Und ja, das ist ein immerwährender Prozess. Das heißt, solange ich auf diesem Planeten bin, ist gerade mein Bewusstsein, geht das so weiter und geht das tiefe und immer noch tiefere Verstehen einfach immer weiter. Und ja, gerade steht das an. Deswegen gebe ich jetzt auch einen Workshop. Eben dafür bin ich zurück nach Deutschland gekommen, sonst wäre ich, glaube ich, jetzt glaube ich noch in Spanien. Und danach fliege ich dann nämlich wieder nach Spanien. Ja. Und ich bin gerade echt mega platt mit dem, was alles gerade passiert. Das ist echt, ist viel. Sehr, sehr viel. Aber es ist alles gut. Also früher hatte ich gesagt, es geht mir gerade nicht so gut. Und es trifft es aber überhaupt nicht, sondern es ist einfach, es passiert gerade viel in mir, es ist körperlich recht anstrengend. Und es ist alles gut damit. Also es gibt Angenehmeres, das auf jeden Fall. Aber es ist einfach, wie es ist. Und ja, es ist halt wie, wenn irgendwo ganz viel Müll rumliegt, dann gibt es halt den Müll aufzuräumen. Und da bringt es auch nichts, wenn ich eine Meinung dazu habe, dass ich das nicht toll finde. Also der Müll ist trotzdem da. Also spare ich mir einfach die Meinung dazu. Jetzt bist du ganz gut auf dem Laufenden, wie es bei mir ist. Ich habe auch noch eine Überraschung, die ich gerade vorbereite. Ein 2. kostenloser Kurs. Ich sage noch nicht mal, worum es geht, oder doch. Ja. Also hat mit dem Thema Erdung und Urvertrauen auch zu tun. Geht auch gerade um das Thema Geld, Reichtum und Fülle. Und letztendlich wirklich das zuzulassen, was eh die Welt einem gibt. Da habe ich in einem Buch den Spruch gelesen, den Satz gelesen, dass ein Kind muss auch nichts dafür geben, um Muttermilch zu bekommen und genährt zu werden. Und auch Tiere müssen eigentlich nichts tun, um genährt zu sein. Außer ja, vielleicht ein Raubvogel muss ein bisschen jagen, aber es gibt alles. Also der hat keine 40-Stunden Arbeitswoche und nichts. Und irgendwie sind wir Menschen die einzige Spezies, die das so hinbekommen hat, so ein großes Chaos anzurichten hier. Und dabei noch irgendwie die Ressourcen zu verbrauchen ohne Ende. Und also es ist ja nicht mal so, dass das irgendwie das, was Erfüllendes hinten mal rauskommt, so wie der aktuelle Stand in der Gesellschaft ist, wenn ich das so sehe. Alle sind irgendwie gestresst und allen ist es zu viel und alle arbeiten ohne Grund, irgendwie völlig viel, inklusive mir, bisher. Ja, und auf der anderen Seite kommt gerade so ein Bewusstseinswandel und ist ja, ich meine, viele spirituelle Lehrer sagen es, man kriegt selbst am eigenen Körper mit. Die Naturwissenschaftler sagen es, also dass gerade mehr Sonnenaktivität ist und dass das zunimmt eben, circa seit 2012. Die Mayas haben es schon gesagt oder die Inka vor ein paar tausend Jahren. Also kann man sagen, in sehr vielen verschiedenen Quellen wird darüber berichtet, dass da gerade irgendwas passiert in der Welt. Und ich bekomme es auch darüber mit, dass einfach sehr viele Menschen, wo ich es früher echt nie gedacht hätte, plötzlich sich Gedanken machen oder plötzlich ja, sich mit sich selbst beschäftigen und sich weiterentwickeln und da Dinge bemerken, wo vorher kompletter Stillstand war. Also es ist echt eine spannende Zeit, in der wir leben.
Ja. Mehr habe ich, glaube ich, gar nicht zu erzählen gerade. Also ich bin echt an einem sehr verletzlichen Punkt, an einem sehr müden, erschöpften Punkt und wo ich einfach nur loslassen kann und einfach ja, noch mehr Konzepte, Ideen über wer ich bin verlieren, loslassen und dafür noch mehr erkennen, wer ich wirklich bin. Das ist gerade echt nochmal eine Beschleunigung. Und auch als Tipp und als Einladung. Ja. Ach, mach einfach, was du willst. Da habe ich nämlich auch keine Lust drauf, irgendwie als jemand angesehen zu werden, der irgendwas gecheckt hat oder so, weil das habe ich nicht. Oder zumindest nicht mehr als du. Also vielleicht andere Informationen, das kannst du dir gerne mitnehmen, was dir da hilft. Da läuft gerade ein Hund lang. Aber letztendlich ist es eh alles ein Bewusstsein und eine Existenz. Also da dich dem zuzuwenden, das kann hilfreich sein. Dich nicht zu verlieren in vordergründigen Lehrern, Lehren, was auch immer. Ja, soweit. Und genieß den Tag. Genieß dich selbst.